أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zum Vortrag. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit den Buchstaben und wie immer wiederholen wir erst einmal und zwar Alif با تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي. Das sind die Buchstaben, die wir bis jetzt durchgenommen haben. Wer liest noch mal vor? Bitte schön. Alif, Ra, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Dal, Ra, Zay. Bitte schön. Alif, Ba, Ta. Nicht so kurz. Ba, Ta. Nochmal. Ha. Sehr schön. Kannst du sie schon? Bitte schön. So. Sehr schön. Das waren die Buchstaben, die wir bis jetzt hatten. Ich schreibe unten drunter die Buchstaben, wie sie am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Wortes geschrieben werden. Alif haben wir gesagt, lassen wir erst einmal. Dann haben wir die Buchstaben Ba, Ta und Tha werden identisch geschrieben. Ja? Also Ba, Ta und Tha wird am Anfang so geschrieben. Ba, Ta und Tha wird in der Mitte so geschrieben. Ba, Ta und Tha wird am Ende so geschrieben. Machen wir mal die Vokalisationen. Wer liest das? Ja? Ba, Tu, Thi. Genau. Ba, Tu, Thi. Dann haben wir Jim, Ha und Ha. Die werden auch identisch geschrieben. Jim, Ha und Ha. Also am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Wortes machen wir auch hier mal die Vokalisation. Bitte schön. Ja, und mit Kringel oben, Bombe. Ja. Sehr schön. Ja, Hu, Chi. Ja, also Jim, Ha und Ha am Anfang gleich. Ob da jetzt ein Jim ist, ein Ha ist oder ein Ha ist, das ist egal, die werden so geschrieben. Da haben wir gesagt, wir schreiben nur diesen Kopf, also diese Welle da oben, der Halbkreis, der wird weggelassen am Anfang und in der Mitte, aber am Ende kommt der Halbkreis wieder zurück. Dann haben wir gesagt, Dal, Dal und Ra und Zay haben eine Besonderheit. Was war diese Besonderheit? Ja? Genau. Bei diesen vier Buchstaben lässt man danach eine Lücke. Man verbindet sie nicht mit dem nächsten Buchstaben, aber man verbindet sie mit dem vorherigen Buchstaben. Ja? Das bedeutet, ich schreibe mal am Anfang ein Ba, ist ja egal was, ja? Oder Jim oder Ha, wie ihr möchtet. Das ist einfach nur drauf losgeschrieben, ja, das hat jetzt keine Bedeutung. Nur damit ihr seht, also, wenn wir davon ausgehen würden, das ist ein Wort, ja, ein Wort und nicht mehrere Wörter, das wäre der erste Buchstabe, das wäre der letzte Buchstabe, dann sehen wir hier, vor Dal wird verbunden, nach Dal wird freigelassen.
Das gleiche gilt für ذال. Warum wird aber jetzt vor ذال nicht verbunden hier? Ja? Genau. ذال wird mit dem vorherigen hier nicht verbunden. Warum? Ja, weil das ذال ist und nach ذال muss eine Lücke sein. Das heißt, diese Lücke hier ist wegen ذال. So, nach ذال muss ich auch wieder eine Lücke freilassen. Barkwafik. So, dann ta einfach so geschrieben. Ra wird mit dem vorherigen verbunden. Vorher mit dem ta wird es verbunden. Aber danach wird freigelassen. Und danach sei das gleiche wie ra. Ja, wenn diese Buchstaben am Anfang stehen würden, dann würden wir sagen zum Beispiel... Zum Beispiel so. Da sehen wir, Dal oder Dal ist ja egal welcher Buchstabe, danach wird freigelassen. Das gleiche, wenn wir zum Beispiel mit Sei einen Buchstaben machen würden. Hier sehen wir, nach Sei wird freigelassen. Ist diese Regel klar? Ja, das ist das, was wir letztens gemacht haben. Ja? Gut, kommen wir nun zu den nächsten Buchstaben für heute. Auch wieder vier Buchstaben. Welche sind die Buchstaben, die danach kommen? Genau. Sin, Shin, Sad und Dad. Wir fangen an mit dem Buchstaben Sin. Wenn wir unsere Linie haben, machen wir lieber mal mit Rot, damit man es sehen kann. So, wenn wir unsere Linie haben, Sin wird folgendermaßen geschrieben. Sin hat drei Häkchen und am dritten Haken ist ein Halbkreis gebunden. Also, wir fangen an in der Höhe, Barklaufig, in der Höhe wie Ba und Ta und Tha. Seht ihr diesen Haken hier bei Ba, Ta und Tha? Genau den machen wir jetzt. Das ist dieser Haken. Aber natürlich ohne Punkt jetzt. Ja, ich glaube, das Mikrofon, ich weiß nicht. Bitte? Ja. Vielleicht machst du mal das andere, das ganz raus. Ganz links. Okay. So, also wir machen ein Häkchen so wie der Anfang vom B. Und dann machen wir das gleiche nochmal. So, und jetzt machen wir einen Halbkreis. Wir fangen wieder von oben an, wie bei diesem Häkchen, und machen einen Halbkreis. Dieser Halbkreis geht unter die Linie. Ist das klar? Also nochmal. Wir machen diesen ersten Haken wie bei Bä, aber nicht, dass ihr Bä jetzt schreibt, lang, ganz kurz. Ja? Dann der nächste Haken, also zweimal Haken, einmal Halbkreis. Und jetzt kommt wieder von oben der Halbkreis. Ist das klar? Rund, ja, ein runder Halbkreis. Dieser Halbkreis geht wieder über die Linie. Der fängt über der Linie an, geht unter die Linie und geht wieder über die Linie hoch. So, wenn man das jetzt am Stück schreibt, dann macht man diesen einen Haken, zweiter Haken, Halbkreis. Das ist ein Sin. Sin. Wenn wir jetzt die Vokalisation benutzen, dann benutzen wir natürlich wieder nur die erste, nur diesen ersten Konsonanten S und hängen daran unsere Vokalisation. Das bedeutet, wie wird das ausgesprochen hier? Ja.
Sehr schön. Su, si. Sehr schön. Sa, su, si. Also nur dieses S benutzen wir jetzt. Der Buchstabe heißt Sin. Aber wenn ich ihn vokalisiere, sage ich jetzt nicht Sina, Sinu, Sini, sondern ich benutze nur den ersten Ton, S. Und an den hänge ich die Vokalisation. Also Sa, Su, Si. Ja? Sa, Su, Si. Der nächste Buchstabe wird genauso geschrieben, nur dass er drei Punkte hat. Also, wir haben wieder unsere Linie. Wir machen den ersten Haken, so wie bei B, den zweiten Haken und jetzt kommt unser Halbkreis. Und über diesen Kopf hier machen wir drei Punkte etwas in der Mitte. Ja? Nochmal, ein Haken, zweiter Haken, Halbkreis und oben drüber drei Punkte. Nochmal, ein Haken, zweiter Haken, Halbkreis und oben drüber drei Punkte. Und dieser Buchstabe heißt Schien. So, und hier brauche ich jetzt den ersten Ton vom Buchstaben. Der erste Ton ist Sch. Ja, nicht, dass jemand denkt, der erste Buchstabe ist ein S. Nein, nein. Der erste Ton an diesem Buchstaben ist Sch. Ich sage ja Schien. So, dieser erste Ton, Sch, den werde ich jetzt vokalisieren. Entweder mit Fetha, also diesem Strich oben, oder mit einer Wamme, also diesem Kringel. Oder mit einer Kasra, also Strich unten. Wie heißt es dann? Ja? Sha, Shu, Shi. Sehr schön. Sha, Shu, Shi. Okay? So. Jetzt wollen wir wissen, wie werden diese beiden Buchstaben am Anfang eines Wortes, in der Mitte und am Ende geschrieben. Das ist genauso wie bei Jim Ha. Da haben wir was gesagt. Ja? Bitte? Der Halbkreis kommt am Anfang in der Mitte weg und erst am Ende. Also, genauso wie hier. Wir haben ja gesagt, am Anfang ist dieser Halbkreis weg, in der Mitte ist der Halbkreis weg und am Ende kommt der Halbkreis wieder zurück. Das Gleiche gilt nun hier. Ich habe hier diesen Kopf und diesen Halbkreis. Der Kopf hier, der bleibt, Halbkreis geht weg. Am Anfang und in der Mitte. Am Ende schreibe ich komplett. Kopf, also diese Häkchen, mit Halbkreis. Aber ich brauche hier drei Häkchen. Nicht, dass ich nur zwei Häkchen mache. Der Kopf besteht aus drei Häkchen. Und dann wird weiter eine Linie gezogen. Also, haben wir hier Anfang, Mitte und Ende. Der Kopf, drei Häkchen. Also, erster Haken, zweiter Haken, dritter Haken, jetzt kein Halbkreis, nur den Haken und auf der Linie weiterschreiben. Also ich gehe beim dritten Haken nicht runter. Ich bleibe bei der Linie oder auf der Linie. In der Mitte komme ich ja vom vorherigen Buchstaben. Also ist er mit dem vorherigen Buchstaben verbunden und dann mache ich was? Eben dieses Ding hier. Erster Haken, zweiter Haken, dritter Haken, weiter verbinden mit dem nächsten Buchstaben. Und am Ende, ja, am Ende habe ich ja eine Verbindung mit dem vorherigen Buchstaben. Und dann schreibe ich wieder dieses Sin plus Halbkreis. Also am Ende kommt, oder Sin, das gleiche, die gleiche Schreibweise. Also diese Häkchen plus Halbkreis. Also
ein Häkchen, zweiter Häkchen. Beim dritten Häkchen kommt ein Halbkreis. Das ist Ziehen am Ende. Das gleiche gilt für Schien. Am Anfang eines Wortes mache ich meinen ersten Haken, zweiten Haken, dritten Haken und ich bleibe auf der Linie. In der Mitte eines Wortes komme ich ja vom vorherigen Buchstaben und dann mache ich meinen ersten Haken, zweiter Haken, dritter Haken und ich bleibe auf der Linie. Und am Ende des Wortes komme ich vom vorherigen Buchstaben. Ich mache meinen ersten Haken, zweiter Haken, dritter Haken mit Halbkreis. Und alles wird mit drei Punkten versehen. Das ist Schien am Anfang, in der Mitte und am Ende eines Wortes. Gibt es dazu eine Frage bis jetzt? Gut, üben wir das mal. Seid ihr fertig mit Abschreiben? So. Achso, ist es nicht an? Ist angeschlossen oder nicht? Okay, Barklofik. So. Jetzt üben wir mal Sin und Shin. Ich schreibe sie mal zusammen in einem Wort, damit ihr seht, wie das aussieht. Also erster Haken, zweiter Haken, dritter Haken. Verbinden. Das ist ja am Anfang. In der Mitte jetzt erster Haken, zweiter Haken, dritter Haken. Verbinden. Und jetzt am Ende erster Haken, zweiter Haken, dritter Haken, Halbkreis. So, und jetzt machen wir daraus mal dieses Wort. Bitteschön. Genau. Sa, Shu, Si. Okay? Jetzt verbinden wir das mal mit anderen Buchstaben. So. Ja? Genau. Sa, ja, da. Ja, hier ist ein Punkt unten. Okay? Hm. Bitte schön. Ja. Ja. Das sind keine Punkte. Sha ist mit Punkt. Sehr schön. Du, ri, sa. Hier seht ihr wieder. Nach Dal wird freigelassen, nach Ra wird freigelassen. Okay? Du, Ri, Sa. Oder wir machen mal eine Kassel drauf. Ja? Ri, genau. Sha, ja, ri. Nochmal, das erste ist. Was ist das? Sha. Sha. Sha, ja.
Ist es ein bisschen undeutlich? Es geht. Weil das, dieser Haken so schief ist vielleicht, oder? Das, also in der Kalligraphie schreibt man den ersten Haken ein bisschen schief und dann so eigentlich, ja. Aber deswegen ist manchmal, aber jetzt für den Anfang einfach gerade lassen, ja. So gut es geht eben. Ja, wenn das manchmal ein bisschen schräg ist, ist jetzt nicht so wild. Shaja. Ri. Gut, dann machen wir mal ein erfundenes Wort. Obwohl, naja, genau. Ja. Muss nichts heißen, das Wort. Shibu. Ja. Ja. Ra. Ja. Das Ra. Ist Ende, ne? Genau, das ist ein Ra. Ja. Weil da kein Punkt drauf ist. Ja? Bitte schön. Keine Punkt. Strich um. Sehr schön. Ja, bu, si. Jetzt mal. Ohne Sin und Shin, einfach so ein Wort. Ja? Punkt ist oben. Ja? Ja? Sehr schön. Chubi, das letzte nochmal, sag mal nochmal. Sehr. Oder hast du Zai gesagt? Ja, Zai, so heißt der Buchstabe. Ja? Aber wenn du dann vokalisierst mit irgendetwas, dann nimmst du nur noch den ersten Ton, das ist Z. Z mit Ä. Das ist dann Z. Z mit U, das ist Su. Ja? Aber der Name vom Buchstaben heißt Zai. Okay? Chubiza. Chubiza. Okay. Gibt es eine Frage zu Sin und Shin? Jetzt geht es eigentlich nur noch ums Lernen. Ja? Sa, su, si, sha, shu, shi. Ja? Also hier haben wir sa, shu, si, ja, diese Vokalisation und wie man sie schreibt. Bevor wir zum nächsten Buchstaben gehen, nehmen wir noch eine weitere Vokalisation. Oder besser gesagt, Endvokalisation. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit mit drei Vokalen gelernt. R, U, I. Jetzt kann ein Buchstabe auch gar nicht vokalisiert sein. Also weder R, noch U, noch I, sondern was? Eben nichts. Ja? Sukun. Es ist ein Kreis, diese Vokalisation ist ein Kreis. Zum Beispiel sowas. Einfach nur ein Kreis. Also kein Punkt. Ich hoffe, das ist auch im Video erkenntlich, dass es ein Kreis ist und kein Punkt. Ja, wie spricht man jetzt diesen Buchstaben aus? Salam alaikum. Eben diesen ersten Ton, den wir immer brauchen. Wir hatten ja gerade gesagt, der Buchstabe Sin heißt zwar Sin, aber ich brauche nur den ersten Ton. Und wir haben gesagt, bei Jim, der Buchstabe heißt Jim, aber ich brauche nur den ersten Ton. Genau das ist
die ja, Sukkonierung, also die Entfernung der Vokalisation. Um das besser aussprechen zu können, machen wir als Hilfe ein Elif am Anfang. Ist einfacher als den Buchstaben ohne vorherigen Buchstaben auszusprechen. Du kannst auch irgendeinen anderen Buchstaben am Anfang schreiben. Wir schreiben also Elif mit Fetha, das ist R, um diesen auszusprechen. Was ist das jetzt? Ab. Also weder Abba noch Abu noch Abi. Ab. B. So wie in der Grundschule, wenn wir Buchstaben lernen. Wir sagen da A, B, S, D, E, F. Ja? Ohne Vokal. So, das ist Sukun. Ja? Jetzt können wir das schon mal vorwegnehmen. Nach Elif wird auch freigelassen. Deswegen ist da eine Lücke. So wie bei Dal, Dal, Ra und Sei. Auch bei Elif. Das werden wir noch sehen. Ja? Also, jetzt machen wir mal das Alphabet bis jetzt mit diesem Hilfsbuchstaben und dem Sukun. So, jetzt haben wir die Buchstaben, die wir bis jetzt gelernt haben. Immer Elif davor. Warum? Einfach nur so zum besseren, zum leichteren Aussprechen. Du kannst auch von mir aus Ta immer vorher schreiben oder Dal. Irgendein Buchstaben. Du könntest auch irgendeine andere Vokalisation nehmen. U, das ist egal. Hauptsache, es ist einfacher, Ab zu sagen, anstatt B. Ja, so einfach ist das. So. Wer will mal? Bitte schön. Achtung, genau, nicht dieses, auf Arabisch nennt man das Al-Qala, dieses, ja, Gedopse, Gehupse, Ette. Es gibt einige Buchstaben, da musst du es machen, wie Ba, ja, das ist so eine Rezitationsregel. Ab, ab, da sagt man, Walaikum Salam, da sagt man nicht ab. Weil der Ton, den hört man dann nicht mehr. Hast du ein B gehört? Nein. Also deswegen musst du B sagen. Aber hier sage ich nicht et, sondern et. Hier sage ich nicht F, sondern F. Bei Jim sagt man es. Aber das müsst ihr jetzt nicht wissen, ja? Wann man diese Halqale macht und wann nicht. Aber Hauptsache nicht übertreiben. Nicht et, sondern et, F. Also nochmal. Et. Ach. Zunge raus. Genau. Nicht F aussprechen, ja? Ev. Nochmal? Lauter? Das hier, was ist das für ein Buchstabe? Del hatten wir doch gerade hier. Del ist auch hier. Was ist das? Also? R. Bitte? Es. 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 Entschuldige. Bitte schön. Et.
Habe ich zweimal S? Warum hat keiner was gesagt? Also? Sehr schön. Ja? Nein, nur ein Kreis. Alexander. Ach. Ach. Ad. 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 Ev. Ar. Ar. Az. Az. Es. Hm? Es. Es. Esch. Esch. Ich sag's nochmal für die, die das Video dann hören, damit es deutlich wird. Ab. Et. F. Edge. Ach. Ach. Ed. Ev. Ar. Ez. Es. Esch. Okay? Ist das klar? Also, es wird weder mit Fetha, noch mit Dhamma, noch mit Kasra, also weder A, noch U, noch I, sondern eben gar nichts. Ja? B, T, F, J. Könnte man auch sagen, aber es ist halt schwieriger, deswegen nimmt man Buchstaben vorher, das ist leichter zu lesen. Machen wir mal dann Wörter jetzt mit diesen Buchstaben, die wir hatten, und den Vokalisationen plus Sukun. Okay? So. Bitteschön. Bedde. Nochmal? Lauter? Ich habe es nicht verstanden. Was, ohne Vokalisation, was ist das für ein Buchstabe? Ra. Und mit Vokalisation? Ru. Okay, nochmal jetzt am Stück. Bedru. Bedru. Seht ihr dieses Sukun? Also, Bedru. Okay? So, ja? Zin hat drei Häkchen. Chubze. 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 Okay? Sehr schön. Dann was zum Beispiel? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naja, ich würfel mal einfach jetzt mit den Buchstaben. So. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll, aber ist ja egal. Wir wollen jetzt einfach nur mal Buchstaben lernen. Überlegungszeit ganz kurz, dann darfst du, ja? Überlegt's euch. Hier seht ihr Sukun, also dieser Kringel, der nennt sich Sukun, ja? Also für die, die es wissen wollen, Sukun. Also dieser Kreis, Kringel haben wir ja für das Ding benutzt. So, bitteschön, jetzt darfst du. Sha. B. Hu. Und zusammen? Shabhud. Okay. Ich hoffe, das heißt nicht auf irgendeiner Sprache irgendwas Schlimmes, ja? Also ich weiß nicht, was das Wort ist. Okay, sehr schön.
Habt ihr das Prinzip verstanden mit Sukun? Ja, einfach benutzt wirklich diesen Hilfsbuchstaben R und dann einfach immer wieder üben. Ab, et, f, edj, eh, ach, ed, ev, r, ez, es, esch. Ja, einfach üben. Wer macht es rückwärts? Rückwärts ablesen kann ich auch. Bei YouTube zurückspulen. Ja? Nee, so schlimm muss es jetzt nicht sein. Das war jetzt nur ein Scherz. Jetzt geht es nämlich weiter mit den nächsten beiden Buchstaben. Was sind die nächsten beiden Buchstaben? Ja? Sad und Bad. So, wie schreibt man Sad und Bad? Wir haben hier unsere Linie. Ja? Ein Halbkreis oben, ein Halbkreis unten, ja, könnte man auch machen. Es ist nicht ganz ein Halbkreis. Ja, es ist nicht ganz ein Halbkreis. Wir fangen an einer Stelle an. Ich mache erstmal Pfeile, ja. Ich mache mal hier lieber. So, und dann geht es nach rechts oben. Okay? Dann machen wir einen Halbkreis nach unten auf die Linie. Das ist also Nummer 1, Nummer 2. Dann geht es auf der Linie weiter. Das ist Nummer 3. Und hier an diesem Punkt machen wir einen Halbkreis. Okay? So, das bedeutet, ich fange unten auf der Linie an, gehe ein Stück hoch, rechts oben, mach meinen Halbkreis und gehe auf der Linie zurück und mach dann einen großen Halbkreis, der unter die Linie geht und wieder über die Linie geht. Ja? Genau. Am Anfang, hier? Genau. Also man macht normalerweise ein Häkchen. Ja? Also nochmal, auf der Linie fangen wir an, wir gehen rechts nach oben, Halbkreis, zurück, Halbkreis. Halbkreis fängt über der Linie an, geht runter und endet über der Linie. Nochmal, auf der Linie anfangen, nach rechts oben, Halbkreis, zurück, Halbkreis. Dieser Buchstabe heißt Sad. Sad. Bei der Vokalisation brauche ich wieder nur meinen ersten Ton. S. Ja? Wichtig ist, es ist aber nicht das S von Sin, sondern ein stärkeres. Dunkel? Dunkleres. Es heißt also nicht S, sondern So. Wie mit vollem Mund. So. Ja? Und nicht nur se. So. Und mit Bamma heißt es nicht su, sondern mit vollem Mund. So. Nee, mit Bamma. Su. Ja, also nicht su, sondern mit vollem Mund. Su. Su. Ja? Das ist natürlich etwas schwierig. Ja? Besonders bei der Rezitation des Korans braucht das ein bisschen Übung. Ja? Und das gleiche hier mit Kasra. Sri. Und nicht si. Nicht si, sondern sri. Wir hatten gerade sin und shin. Bei sin, sa, su, si. Bei sad, sa, su, sri. Also mit vollem Mund. Also nicht, dass jetzt ein Steak im Mund habt, aber als ob man einen vollen Mund hat. Mit vollem Volumen im Mund. Ja? So, so, si. Sag mal. Ja? 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 Genau? Ja? Ja? Ja?
Ja? Sehr schön. Ja. Kann man das in einem schreiben? Ja, man schreibt es in einem zum Beispiel so. Okay. Aber es wäre jetzt nicht schlimm, wenn du den Stift erstmal so machst und dann so machst und dann so machst. Aber, wie gesagt, irgendwann ist es dann so. Ja, es ist also nicht ganz so ein Halbkreis. Ja, also nicht das hier, ja? Nicht das. So, der nächste Buchstabe wird genauso geschrieben und das ist der schwierigste Buchstabe im Arabischen. Deswegen wird die arabische Sprache auch bezeichnet als Sprache des Bad oder die Bad-Sprache. Luratu Bad. Was ist damit gemeint? Die arabische. Warum? Weil das der schwierigste Buchstabe ist. Ja? Weil er sehr viel Übung braucht, um ausgesprochen zu werden. Ja? Weil einige, ich sage gleich, wie man es nicht machen soll, dann wird es deutlich. Ja, ich habe ja schon meine Exemplare. Bad hat einfach nur einen Punkt oben drüber. Ja? Nur ein Punkt. So. Das ist jetzt nicht Dad, ja, der englische Vater, sondern das soll Bad. Das kann man nicht auf Deutsch schreiben. Ja? Gut, da gibt es ja diese Lautschrift, brauchen wir uns jetzt nicht zu geben. Ja? Einfach vom Hören, das Ding heißt Bad. Also wir haben Sad und Bad. Bad, bei diesem Buchstaben müsst ihr üben und ihr braucht jemanden, der euch hört und es euch verbessert. Also für die, die online es sich anschauen werden, ich hatte eingangs schon mal gesagt, übt mit irgendeiner Person, die Arabisch kann. Bei diesem Buchstaben muss es eine Person sein, die Koran rezitieren gelernt hat. Da reicht es nicht, einfach nur Arabisch zu sprechen, weil viele Araber sprechen ihn nicht richtig aus. Ja? Deswegen, bei dem Punkt, geht zu einem Imam, zu einer Person, die den Koran kennt und übt oder sagt dieser Person diesen Buchstaben vor. Dieser Buchstabe wird ausgesprochen, indem die Zunge an der Innenseite der Wange drückt. Ja? Es gibt unterschiedliche Formen. Einige sagen, es ist leichter, wenn man das an die linke Wange drinnen, ja, drückt. Andere sagen rechts, andere sagen vorne. Das ist egal. Also vorne an den Zähnen plus die beiden Seiten. Wichtig ist, dass der Ton rauskommt. Ja. Wenn man richtig drauf achtet, wird man eine Erhebung hier an der Backe sehen. Boah, boah, boah. Also die Zunge kommt direkt an die Zähne. Boah. Nicht, dass ihr euch beißt. Ja? Also an die Zähne und dann drücken. Boah. Nochmal. Ja, sehr schön. Ja, das ist gut. Ja. Nochmal. So. Was darf es nicht werden? Es darf nicht, ja. Genau, also kein D, also nicht ein Dad, Dad. Das ist nämlich Del, Del haben wir, Del. Der, da gibt es nicht, da im Arabischen gibt es nicht, sondern der. Es darf kein Del werden, also nicht Dad oder Dad, Dad. Del wird ausgesprochen, indem ich die Zunge an die Zähne drücke, ohne die Backen zu berühren, ohne die Wangen zu berühren. Da ist die Zunge nur vorne an den Zähnen. Die Zähne sind da, die Zunge ist hier. Seitlich wird nichts berührt. Bei Bord, ihr könnt auch hier den Finger drauflegen, da muss es sich bewegen. Wie als ob du Luft in deinen Mund machst. Bord, Bord. Ja? Bord, 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 Bord. Ja? Okay. Der nächste Fehler, es darf kein dunkles Well werden. Wa. Der Buchstabe, den gibt es nämlich. Das werden wir nächstes Mal lernen, inshallah. Deswegen,
Es ist nicht so schlimm, wenn man es nicht gleich drauf hat, aber übt es. Wichtig, besonders im Koran lesen. Weil es heißt zum Beispiel in Surat al-Fatiha am Ende, Waladdallin. Und nicht Waladdallin, Dalin. Und auch nicht Walin. Wa kommt, wenn du die Zunge zwischen die Zähne legst und die Zunge kommt raus. Wa, wa. Die Zunge darf nicht raus. Wa, wa. Könnt ihr auch benutzen. Zunge, also Zähne zusammenbeißen. Wa, wa. So muss der Ton rauskommen. Und nicht wa. Ist das klar? Also wie gesagt, dieser Buchstabe, der bedarf etwas Übung. Wir machen jetzt ganz kurz, inshallah, noch zum Abschluss Anfang, Mitte, Ende und machen an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Ganz einfach, Anfang, Mitte, Ende. Ihr könnt euch immer merken, wenn ein Buchstabe einen Halbkreis hat, dann gilt immer die Regel, am Anfang nur den Kopf, in der Mitte nur den Kopf, am Ende Kopf plus Rumpf, ja, plus Halbkreis. Heißt, am Anfang nur diesen Kopf hier mit Häkchen da, ja, dieses Häkchen da. Aber nicht drunter, so wie bei Sin und Shin gerade. Also das ist Anfang. Dann haben wir die Mitte und Ende. In der Mitte das Gleiche, ich komme vom vorherigen Buchstaben und schreibe mein Sad wieder und mache dieses Häkchen und es geht weiter auf der Linie. Und am Ende das Gleiche, ich komme vom vorherigen Buchstaben, mache dann mein Sad, aber jetzt mit Halbkreis. Ja. Und das Gleiche gilt für Bad. Auch in der Mitte, also mit Punkt natürlich. Und am Ende wieder mit dem Halbkreis. Gibt es Fragen bis hierhin? Also das ist Sad und das ist Bad. Jetzt nochmal mit der Vokalisation vielleicht. Das ist Sa, Su, Sri, Ba, Du, Dri und mit mangelnder Vokalisation, also Sukun, sagen wir Es, nicht Es, Es und hier, und das ist das Schwierigste überhaupt, Bad mit Sukun, und das heißt Erb, Erb, aber das ist die Verfeinerung von diesem Buchstaben, das ist das Thema für Koranrezitation und dann sind wir am Ende für heute. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.